Wir freuen uns, dass wir heute zum Eselcafé gehen. Wir freuen uns, dass wir die Esel streicheln dürfen. Ich bin die Tanja Jordan und ich bin Pädagogin. Ja, ich kam in Berührung mit den Eseln schon während meiner Studienzeit. Also ich bin die Frau Klein aus Scheinfeld und bin eigentlich von Anfang an schon in der Eselei dabei. Ich bin Nili Nehr, ich bin die Tochter von der Eselbesitzerin. Die Esel bedeuten für mich eigentlich so Familie, weil ich die halt täglich sehe, wenn ich aus dem Hof rausgehe und so. Mit denen kann man richtig schön kuscheln, das finde ich voll cool. Die Eselei ist eine ganz große Bereicherung für die Stadt Scheinfeld. Wenn ich mit den Eseln zusammen bin, eine Beruhigung, also ich bin gerne hier. Ja, die Eselei gibt es seit 2,5 Jahren erst. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Leute kommen und sich freuen und die Atmosphäre hier genießen, und es passt einfach total, gerade weil es hier in dem kleinen Ort ist, so jeder sich kennt und meine Nachbarn freuen sich mit mir und schauen immer vorbei mit dem Enkel im Kinderwagen oder die Mütter pilgern vorbei. Ja, also es funktioniert. In der Eselei geht es hauptsächlich darum, in Kontakt mit den Tieren zu kommen. Und über das Tier auch in den Kontakt zu sich selbst zu finden. Also sich mit seiner eigenen Natürlichkeit wieder zu verbinden. Da geht es ganz viel um Entschleunigen, um sich selbst spüren, über das warme, weiche Eselfell einfach runterzukommen und zu genießen, sich in der Wahrnehmung zu fokussieren, mal wieder in den Augenblick zu kommen. Die Esel funktionieren wunderbar als Wegweiser in den Augenblick. Und zusätzlich noch kann man sich ja bei uns im Eselcafé, das nebenbei als Nebenprodukt eigentlich entstanden ist, gemütlich hinsetzen und einfach einen Kaffee trinken und einen Kuchen runterschneiden. Das ist ein Selbstbedienungscafé ohne feste Preise. Da schmeißt man einfach am Ende in den Korb rein, was man denkt. Und ja, da kann man einfach kommen, sich hinsetzen und genüsslich entspannen oder bei den gemütlichen Eseln zuschauen. Also wenn man bei mir eine Eselwanderung bucht, dann erzähle ich erstmal ein bisschen was über die Esel, lasse die Leute ankommen und frage auch ab, was die Leute vielleicht auch schon über Esel wissen. Und dann gehen wir zu den Tieren rein und dann gibt es die Gelegenheit, einfach nur mal mit denen in Kontakt zu kommen, die zu kuscheln. Die Kinder lieben das, sich im warmen, weichen Eselfell zu vergraben mit ihren Fingerchen. Wunderbar. Und dann, wenn sie nicht weggehen mit ihrem Kopf, heißt es, ja, ihr habt die Erlaubnis, ihr dürft sie streicheln. Und wir pflegen die und striegeln die. Ich schaue mir nochmal die Hufe an. Dann mache ich eine Führübung mit den Leuten. Da müssen die oder dürfen sie 3 Vokabeln lernen, die man mit dem Strick sagen kann zum Esel, mit dem Führstrick. Und danach erzähle ich noch ein bisschen was über Sicherheitsgeschichten im Straßenverkehr mit Eseln. Und dann geht's los. Mit dem Gründen der Eselei habe ich mir meinen Traum erfüllt als Pädagogin. Und ich bin einfach total glücklich und kann es gar nicht fassen, wie viel Zuspruch diese Form der Pädagogik und des Miteinanders mit den Tieren und den Menschen findet.